Herzlich willkommen zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation. Heute mit der 8. Folge unserer Serie über die Geschichte der Reformation. Wir wollen heute 2 weitere Jahre betrachten, das Leben von Martin Luther und anderen Reformatoren weiterverfolgen und auch Notiz nehmen von den Ereignissen der Weltgeschichte drumherum. Und nach unserer Gewohnheit wollen wir mit einem Gebet beginnen und dazu lade ich Sie, liebe Zuschauer, ganz herzlich ein. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir aus der Geschichte lernen dürfen. Wir danken dir, dass wir sehen können, wie du in der Geschichte deine Hand im Spiel hast und alles lenkst und leitest. Und wie Menschen durch ihre Entscheidung sich für oder gegen dich stellen. Wir möchten dich bitten, dass wir auch in den kommenden Minuten erkennen, wie wir mit dir leben können und wie du die Reformation vorbereitet hast. Sei du bei uns und stärke uns durch deinen Heiligen Geist im Namen Jesu. Amen. Teil 8. 1501 und 1502. An der Universität. Das heilige Jahr 1500 war vorbei und viele Menschen hatten Rom besucht, um den Jubelablass, den Papst Alexander VI. Verkündet hatte, in Empfang zu nehmen. Doch insbesondere die Menschen in England, die Briten, konnten aufgrund der weiten Entfernung nicht wirklich davon profitieren. Und so entschied sich der Papst Alexander VI. Das Jahr 1501 zu einem besonderen Jubeljahr in Großbritannien zu machen. Der besondere Ablass wurde also für diese Region noch um ein weiteres Jahr verlängert. Am 2. Februar diesen Jahres wurde Dietrich Smith in Anholt geboren und auch er sollte noch eine Rolle spielen im Wirken Gottes in der Reformation. Aus Rom frisch zurückgekehrt kam Johannes Esti Campianus, eigentlich Johannes Rack von Sommerfeld, schon 44 Jahre alt, ein relativ bekannter Humanist, der in Italien herumgereist war und vom Papst Alexander VI. Höchstpersönlich die Dichterkrone aufgesetzt bekommen hatte. Er war Poetas Laureatus, der gekrönte Dichter, ein besonders wertgeschätzter Titel für die besten Poeten, der alle paar Jahre mal überhaupt nur vergeben wurde, entweder vom Kaiser oder vom Papst. Er konnte sich also einiges zugute halten auf seine Fähigkeit in der Rhetorik und der Poesie. Der gekrönte Dichter hatte das Recht, an allen Universitäten aufgrund seiner Krönung Vorträge über Rhetorik und Poesie zu halten. Und so kam Johannes Esti Campianus in diesem Jahr nach Basel und brachte dort auch neue Schriften aus Italien mit, aus der Antike, die dort wiederentdeckt worden waren. Und er förderte so auch in Basel das genauere Wissen um humanistische Werte. Auch ihn werden wir im Laufe der Zeit immer wieder antreffen, diesen gekrönten Dichter Johannes Esti Campianus. Für Martin Luther begann in diesem Jahr 1501 ein ganz neuer Lebensabschnitt. Er musste das geliebte Eisenach, wo er so zumindest am Ende unbeschwerte Lebensjahre verbracht hatte, verlassen, denn die Schule war jetzt beendet und er sollte studieren. Es hatte sich gezeigt in der Schule, dass er ein wirklich kluges Köpfchen war und dass er eine Perspektive hatte, vielleicht in einer guten Position etwas für die Gesellschaft tun zu können. Sein Vater hatte ihm vorgeschlagen und ihm empfohlen oder vielleicht sogar befohlen, Jura zu studieren. Die Frage war also, wo sollte er die Universität besuchen? Die Wahl fiel auf Erfurt. Hier ein Bild von Erfurt aus der Zeit. Die Stadt war weitaus größer als Eisenach, hatte ungefähr 20.000 Einwohner, war sehr gut befestigt und lag ideal. Das ist auch schon dem jungen Luther aufgefallen. Überall gab es fruchtbare Böden. Es wurde Wein angebaut, es wurde auch Färberweid angebaut, dessen blaue Farbe sehr zum Wohlstand oder zu großen Einnahmen zumindest diente.
um die Stadt herum lagen ungefähr 89 Dörfer. Trotzdem war die Stadt keine freie, reichsunmittelbare Stadt, sondern gehörte zu Kurmainz. Aufgrund der großen Nähe zu Sachsen, zu Kursachsen, gab es aber immer wieder auch Reibereien zwischen Kurmainz und Kursachsen, die beide ein Auge auf diese wichtige Stadt geworfen hatten. Aufgrund der verschiedenen Kämpfe, die es dann immer wieder gab und auch aufgrund anderer innermainzlicher Angelegenheiten, war Erfurt mittlerweile schwer verschuldet. In Erfurt hat Luther übrigens eine kleine Münze kennengelernt. In Erfurt wurde ein sogenannter kleiner Scherf ausgegeben, eine kleine Silbermünze. Und Luther hat später, dann viele Jahre später, dieses Wort Scherf benutzt, um das kleine Schärflein in der Bibel zu übersetzen. Diesen kleinen Taler, den die alte Frau, die Witwe im Tempel von Jerusalem gibt. Das kam also aus dieser Erfurter Zeit. Auch in Erfurt, das also eine der größeren Städte Deutschlands war, nicht ganz so groß wie Magdeburg oder Nürnberg, aber doch zu den größeren Städten gehörte, auch in Erfurt gab es viele Kirchen und ein reiches geistliches Leben. Allein hier gab es 4 Stiftskirchen, 21 Pfarrkirchen, 11 Klosterkirchen, die großen Bettelorden, das heißt die Dominikaner, die Franziskaner und auch die Augustiner Eremiten hatten alle große Klöster. Außerdem hatten die Benediktiner ein großes Kloster auf dem Petersberg. 800 klösterliche bzw. Kirchliche Personen waren ständig gegenwärtig. Luther war besonders beeindruckt von den Kartäusern, die manchmal im besten Alter bereits auf den Stock gebeugt, bleich daherkamen und eine besonders morbide Frömmigkeit an den Tag legten. Dem jungen Luther hat das sehr beeindruckt, wie ja auch schon vorher in Magdeburg und Eisenach. Die Universität, in die sich Luther jetzt einschreiben wollte, war eine der berühmtesten in ganz Deutschland. 1392 war sie gegründet worden, die 5. älteste auf deutschem Boden. Und städtisch organisiert war sie, das heißt an die Stadt direkt gebunden. Jedes Jahr kamen etwa 230 neue Studenten nach Erfurt. Der ausgezeichnete Ruf lag vor allem an der glorreichen Vergangenheit. Einige Jahrzehnte zuvor, zum Beispiel beim Konzil in Basel, waren es insbesondere die Erfurter Theologen, die dort großen Ruhm gesorgt hatten. Erfurt galt früher als eine der vielleicht besten Universitäten überhaupt. Man stand ganz in der Tradition der altehrwürdigen Prager Universität. Mittlerweile hatten allerdings andere Universitäten sie nicht nur eingeholt, sondern zum Teil auch, was den Standard der Lehre und der Forschung anging, überholt. Nur war man sich dessen in Erfurt nicht wirklich bewusst. Luther selbst glaubte, als er dort studierte, er hätte die beste Universität überhaupt ausgesucht und alle anderen wären der Universität in Erfurt nicht ebenbürtig. Die Universität war noch vollkommen im Bann des mittelalterlichen scholastischen Denkens, über das wir jetzt in den nächsten Folgen noch mehr lernen werden. Der Humanismus hatte nur ganz zaghafte erste Begegnungen hier mit der akademischen Welt in Erfurt. Der Luther musste sich natürlich immatrikulieren und dazu musste er zum Rektor. Der war in 1501 ganz frisch neu gewählt. Sein Name war Jodokus Truttvetter, der kam auch aus Eisenach und bei ihm immatrikulierte sich Martin Luther mit genau dieser Matrikel hier, Martinus Luther ex Mansfeld. Luther musste natürlich auch eine Gebühr bezahlen, 1/3 Gulden wurden gefordert. Er ist dann nach Prüfung als wohlhabend eingestuft worden. Das lag daran, dass sein Vater nach anfänglicher Armut, schwere Armut, über die wir gesprochen haben, es mittlerweile doch zu einem ganz ansehnlichen Vermögen gebracht hatte, im Bergbau dort in Mansfeld. Und er sich jetzt leisten konnte, seinen Sohn selbst finanziell zu unterstützen, sodass Luther kein weiteres Anrecht auf andere Unterstützung hatte. Das Semester begann mit einem feierlichen Gottesdienst hier im Erfurter Dom. Und dann begann auch schon bald
das Studentenleben und über das gibt es einiges zu sagen. Zunächst einmal haben die Studenten nicht einfach irgendwo gewohnt, sondern in größeren Wohnzusammenkünften. Hier zum Beispiel in einer Bursa, so nannte man das. In welcher Bursa Luther gewohnt hat, ist nicht 100%ig klar. Als größter Favorit gilt die Georgenbursa aufgrund bestimmter biografischer Quellen. Es gibt aber auch Hinweise, dass eine andere sein könnte, die sogenannte Himmelspforte. Wie dem auch sei, das Leben dort war stark reglementiert. Man durfte dort nur Latein sprechen und man musste fleißig arbeiten. Selbst die Kleiderordnung war vorgeschrieben, man konnte nicht einfach rumlaufen, wie man wollte. In der Bursa selbst galt es, Wams, lange Hosen und Leibriemen zu tragen. Wenn man sich auf die Straße traute, öffentlich unterwegs war, musste man entweder den Rock oder den Talar mit einer kleinen Kappe tragen. Wer das nicht einhielt und meinte, einige modische Abweichungen vornehmen zu müssen, wurde tatsächlich bestraft. Außerdem war es nicht erlaubt, sich ohne Erlaubnis zu entfernen. Man durfte keine Beziehung zum anderen Geschlecht unterhalten, obwohl gemäßigtes Biertrinken durchaus okay war. Dort war Sauferei, also Alkoholgelage, waren auch verboten. Unehrenhaftes Spiel war ebenso untersagt wie das Herumvagieren auf den Straßen während der Vorlesungszeit. Der Tagesablauf war äußerst streng. Um 4 Uhr morgens, ja, tatsächlich um 4 Uhr morgens musste man aufstehen. Um 6 Uhr begannen dann bereits die Übungen für die Universität und danach die Vorlesungen. Die erste Mahlzeit gab es dann um 10, das sogenannte Frühmahl. Dann gab es weitere Vorlesungen bis 17 Uhr. Um 20 Uhr musste man wieder schlafen gehen. Fleißig sollte, wie gesagt, gearbeitet werden, obwohl Luther auch berichtet, dass einer seiner Mitstudenten dort in der Bursa ein richtiger Faulpelz war und oft ermahnt werden musste und es am Ende immer noch in der lateinischen Grammatik nicht weit gebracht hatte. Also bestimmte Dinge ändern sich auch in über 500 Jahren nicht. Das geistliche Leben wurde ziemlich stark gefördert und ernst genommen. Die Studenten wurden angehalten, den kompletten Psalter, das komplette Buch der Psalmen, in 15 Tagen jeweils durchzulesen. Was also, wer weiß, dass die Psalmen 150 an der Zahl sind, einen Schnitt von 10 Psalmen pro Tag macht. Außerdem gab es vor den Mahlzeiten zu Tisch immer eine kleine biblische Lektion. Jemand las seinen kleinen Bibelabschnitt und den Kommentar von Nikolaus von Lyra. Das war ein bekannter Bibelkommentator, der zu bestimmten ausgewählten Bibeltexten Kommentare geschrieben hatte. Und so las man diese ausgewählten Texte. So ein bisschen wie ein Andachtsbuch, kann man sich das vorstellen. Ein Text und dann die Auslegung von Nikolaus von Lyra, der für seine Zeit gar nicht so schlecht in seiner Auslegung war. Die oft allegorische und sehr abgehobene Auslegung der Theologen eher ablehnte und eher eine wörtliche, praktische Auslegung präsentierte. Etwas, das den Martin Luther durchaus mitgeprägt haben wird. Und so war das Leben im Studentenwohnheim sozusagen in der Bursa ein Leben, das, von dem man eigentlich noch merkte, dass es mal aus dem klösterlichen Umfeld hervorgegangen war. Das Wissen war ja lange in den Klöstern unterrichtet worden und jetzt auch, wo die Universitäten da waren, waren diese Ursprünge immer noch greifbar in der Art und Weise, wie der Tag strukturiert war. Übrigens, genau in der Zeit, als Luther sein Studium beginnt, ist in Venedig zum ersten Mal nicht nur ein Buch gedruckt worden, sondern Noten gedruckt worden. Der Venezianer Petrucci erfand den Druck polyphoner Musik. Also da mussten sozusagen verschiedene Schichten, die Notenlinien und dann die Noten und der Text gedruckt werden. Und das sollte natürlich ebenfalls von großer Bedeutung sein für die Zukunft. Das war am 15. Mai, wo dieser erste Druck erschien mit einigen Messen. Am 24. Mai begann dann offiziell die Vorlesungszeit für Luther. Der Beginn der Vorlesung war an diesem Tag und der angehende Jurastudent konnte natürlich für die nächsten Jahre erstmal nicht Jura studieren, denn alle,
die sich an eine Universität einschrieben, mussten zunächst einmal eine Art Grundstudium absolvieren, die sogenannten sieben freien Künste. Deswegen so genannt, weil das die Wissensgebiete war, die jeder freie Mann, jeder freie Mensch zur damaligen Zeit beherrschen sollte. Die sogenannten Septem Artes Liberales. Und nur wer diese erfolgreich studiert hatte, konnte dann wählen zwischen den eigentlichen großen Studiengängen Jura, Theologie oder Medizin. Tatsächlich war in Erfurt gerade der Bereich, die Fakultät der sieben freien Künste, besonders berühmt. Die Rektoren wurden immer aus diesem Bereich ausgewählt. Von den anderen drei Fakultäten war Jura am angesehensten in Erfurt. Vielleicht war das auch ein Grund, warum Luther, der ja Jura studieren wollte, sich für Erfurt entschieden hatte. Aber auch die Theologen konnten sich sehen lassen und hatten einiges zu bieten. So begann also das Studium für den Luther mit diesen sieben freien Künsten. Man hat die im Mittelalter auch so grafisch dargestellt. Sie alle kreisen um die Philosophie, die kein eigenständiges Lehrfach war, aber sozusagen alle diese sieben freien Künste durchdrungen hat. Es waren quasi sieben verschiedene Bereiche, die alle mit der Philosophie oder mit dem, was man im Mittelalter unter Philosophie verstand, zu tun hatten. Um das besser genauer verstehen zu können, wollen wir einen Blick darauf werfen. Diese sieben Künste wurden unterteilt in drei und vier. Das Trivium, der Dreiweg, das war die Grammatik. Da ging es also um die lateinische Sprache, sie korrekt zu verstehen. Die Rhetorik, also wie man eine Rede aufbaut, sowohl im Großen als auch in den verschiedenen Redeformen, da war auch die Poesie mit da drin. Und dann besonders wichtig die Dialektik bzw. die Logik, also das logische Denken, die Schlüsse von bestimmten Prämissen auf einen Schluss zu kommen, das wurde trainiert. Dazu kam dann das Quadrivium, der Vierweg, und das waren dann, während die anderen drei quasi sprachlich waren, das waren dann die mathematischen sozusagen Wissenschaften, die Arithmetik, da wurde zum Teil sogar manchmal auch gerechnet, ansonsten ging es viel um Zahlentheorie auch, die Geometrie, dann die Musik und die Astronomie, wobei dort sowohl die Astrologie als auch die Astronomie unterrichtet wurden. Für Luther bedeutet das ganz konkret, dass zunächst einmal das Trivium, die ersten drei im Vordergrund standen. Er musste sich in der Rhetorik mit Priscian und Alexander nochmal auseinandersetzen. Das war eigentlich Stoff auch aus der Schule. Wie das heute manchmal auch üblich ist, wird am Anfang der Universität gewisser Schulstoff nochmal wiederholt. Man wollte sicherstellen, dass alle die Grammatik und die Rhetorik richtig verstehen. Das müsste eigentlich hier Grammatik heißen, nicht Rhetorik. Und hier haben wir den Priscian, eine mittelalterliche Ausgabe dieses Werkes. Und dann der große Schwerpunkt am Anfang des Studiums war die Logik. Die Studenten sollten lernen, wirklich formal logisch zu denken. Dazu gab es einige Bücher, die man studieren musste. Zunächst einmal von Petrus Hispanus, einem spanischen Gelehrten, der in die Welt der Logik einführte und dessen Traktate quasi das mittelalterliche Standardwerk für die Logik waren. Dann der Aristoteles-Kommentar von Porphyrius. Porphyrius war ein antiker Philosoph aus der Spätantike, der übrigens auch sehr scharf gegen das Christentum geschossen hat und auch das Buch Daniel auseinandergenommen hatte. Und der in seiner Isagoge, in seiner Einführung, den Aristoteles sozusagen erklärt. Und dann kam der Aristoteles selbst dran. Vom Aristoteles gab es verschiedene Schriften über Logik, die im Laufe der Zeit zusammengefasst worden waren, in dem sogenannten Organon. Und einige dieser Schriften wurden jetzt ganz besonders im Studium studiert. Unter anderem die erste und zweite Analytik und auch die Trugschlüsse. Hier einige dieser Bücher nochmal zu sehen vom Petrus Hispanus, die Summulae Logicalis, das heißt die Summe der Logik, und hier ein Originalmanuskript von Porphyrius und eine kommentierte Fassung der Analytik von Aristoteles. Der galt tatsächlich als das Maß aller Dinge, wenn es um logisches Denken ging. Man wollte, dass die Studenten so
klar, formal, logisch argumentieren können wie Aristoteles. Und das sollten Sie also jetzt in den ersten Semestern lernen. Und dann in der Rhetorik wurde auch Eberhard von Bethune gelesen, ein flämischer Gelehrter, der übrigens sehr scharf auch gegen die Waldenser sich geäußert hatte, einige Jahrhunderte zuvor, um 1200 herum. Und sein Werk Labyrinthus hat auch einiges über die Poesie den Studenten beigebracht. Das war also der Stoff, mit dem Luther sich auseinandersetzen musste, dieses logische Denken, die Verfeinerung des Ausdrucks und der Grammatik und der Sprache. Außerdem hat er einige Vorlesungen gehabt zu Physik und auch Psychologie, und auch das wurde gelehrt anhand von Aristoteles. Man darf dabei nicht vergessen, dass die Physik damals eine ganz andere war als heute, und selbst die physikalischen Gesetze des Isaac Newton waren damals ja noch nicht bekannt. Das war alles sehr antik noch, was dort an der Universität unterrichtet wurde. Und man sieht allein schon an dieser kleinen Zusammenstellung, welche enorme Bedeutung Aristoteles hatte. Man nannte ihn auch einfach schlicht den Philosophen. Luther ist also als 18-Jähriger quasi hineingetaucht in die Welt von Aristoteles. Man hat ihn gepriesen, diesen Philosophen, als den größten philosophischen Denker überhaupt. Ein bisschen Astronomie war auch noch dabei im Unterricht. Aber vor allem von der Astrologie hat Luther nicht viel gehalten, weil er ja, wie gesagt, nicht einmal wusste genau, wann er geboren worden ist. Und er deswegen es sich nicht einsehen konnte, warum bestimmte Konstellationen bei der Geburt einen Einfluss auf das Leben hatten. Am 1. Juni entschied dann Papst Alexander VI. Die Zensur religiöser Drucke, die ja schon der Erzbischof von Mainz vor einigen Jahren ausgesprochen hatte, jetzt zu erweitern. Diese Zensur galt jetzt grundsätzlich für Kurköln, Kurmainz, Kurtrief, alle geistlichen Gebiete. Es galt, die Hand darauf zu haben, was an religiösen Werken an das Volk weitergegeben werden sollte. Man ahnte schon, dass dieser Buchdruck die Autorität der Kirche untergraben sollte, und der Papst versuchte, das mit diesem Dekret zu unterbinden. Auch das Erzbistum Magdeburg zum Beispiel war von diesem Zensurgebot betroffen. Am 13. Juli wurde Basel offiziell 12. Ort der Schweizer Eidgenossenschaft, nachdem man schon im Schwabenkrieg zuvor sich den Schweizern angeschlossen hatte. Und im Sommer des Jahres 1501 tobte ein schweres Hochwasser in Mitteleuropa, in einigen Gebieten eines der schwersten, das überhaupt seit Menschengedenken dort aufgezeichnet worden ist. Und das hat für schwere Not gesorgt und auch Hungersnot zum Teil dann verursacht durch den Ausfall von Ernten und so weiter. Am 19. August wurde auch Schaffhausen, die Stadt am Rhein, in die Eidgenossenschaft aufgenommen. Johannes Esti Campianus, der besagte gekrönte Dichter, wurde dann im Herbst in Mainz Professor für Moral, Philosophie und Rhetorik und brachte dort auch in das geistliche Territorium von Kurmainz ganz neue humanistische Töne mit. Ein besonders schmachvolles Kapitel der Papstgeschichte ist verbunden mit dem 31. Oktober 1501. In der Literatur ist dieses Ereignis als das sogenannte Kastanienbankett bekannt, und es steht eigentlich nur stellvertretend für die vielen unerhörten Frevel. Dahinter verbirgt sich eine Orgie, die im Beisein von Alexander VI. Und seiner Familie stattfand, bei der man 50 Prostituierte hatte, die dort ohne Kleidung Kastanien aufsammeln sollten, inmitten von Leuchtern, und infolgedessen entwickelte sich tatsächlich ein Turnier, bei der gewettet werden konnte, welcher Mann am meisten den Sexualakt mit diesen Kurtisanen ausführen konnte. Und vieles davon ist zum Teil auch nur mündlich berichtet, zum Teil auch schriftlich festgelegt, und ist ein Beispiel dafür, wie tief der Hof am Kirchenstaat gesunken war.
Am 14. November wurde dann auch die jüngste spanische Königstochter verheiratet, und zwar mit dem Thronfolger Englands, Arthur Tudor, der Prinz von Wales. Beide waren 14 Jahre alt, sie waren bereits vorher versprochen worden und hatten auch schon per Stellvertreter geheiratet, wie das, also zumindest formal geheiratet, wie das ja damals zum Teil üblich war. Aber jetzt mit 14 wurden sie tatsächlich zusammengebracht und auch tatsächlich verheiratet, und sie verbrachten auch eine Hochzeitsnacht zusammen, und da ist bereits ein entscheidendes Ereignis in der Reformationsgeschichte, auch wenn wir das jetzt hier 15.1 nicht wahrnahmen. Und da werden wir gleich im Laufe dieser Folge noch mehr zu sprechen haben. Jedenfalls fragten sich dann die Eltern, ob es wirklich gut sei, diese 14-Jährigen schon zusammen leben zu lassen. Man entschied sich ja, sie sollten an der Walliser Grenze dann ihren eigenen Hof unterhalten, was sie dann auch taten. Ein Reich, das in dieser Zeit wieder zu neuer Stärke gewinnen sollte, war das Reich der Mamluken, das in ganz Ägypten bis nach Libyen hin und auch in Arabien herrschte, auch ganz Palästina, vereinte und unter anderem auch die heiligen Stätte des Islam, Medina und Mekka, beherrschte. Die Mamluken waren eigentlich Moslems kaukasischer Abstammung, Söldner, Tschetschenen zum Beispiel, die dort in dieses Gebiet gebracht worden sind und jetzt ein Reich aufgebaut hatten. Und nach längeren inneren Zwistigkeiten wurde ein neuer König gefunden, der es zu alter Stärke zurückbrachte. Al-Ashraf Kansu, der zweite, genannt Al-Ghuri. 60 Jahre alt war er, und er sollte dieses Reich jetzt führen. Ebenso im Jahre 1501 entschied sich Maximilian I., die humanistische Bildung zu fördern, indem in Wien an der Universität ein neues Kolleg gegründet wurde, das Humanistenkolleg für die Dichter und die Mathematiker, also die Wissenschaften, die nicht so direkt an die Theologie und Philosophie gebunden waren, und das sollte jetzt gefördert werden. Maximilian, der, obwohl er selbst noch als der letzte Ritter galt und sehr dem mittelalterlichen Denken verpflichtet war, sah die Notwendigkeit, diese moderne, sich ankündigende Wissenschaft zu fördern. Einer der frühen Humanisten auch der deutschen Geschichte ist Jakob Wimpfeling gewesen. Der verfasste in jenem Jahr seine Germania, eine Geschichtsschreibung, die vielleicht die erste Geschichtsschreibung der deutschen Nation ist sozusagen. Er wollte in dieser Geschichte, die er verfasste, beweisen, dass die Deutschen den Franzosen und den Italienern, was ihren geschichtlichen Hintergrund betrifft, nicht nachstehen. Dabei übertrieb er aber ganz gewaltig zum Teil in den Quellen. Und das waren dann noch die Anfänge der deutschen Geschichtsschreibung. Ebenfalls in diesem Jahr wurde Matthäus Ratzenberger geboren, auf der Burg Ratzenberg, die zu Wangen gehörte. Und ein weiterer wichtiger junger Mann, der auch später immer wieder von Bedeutung sein wird, war Wolfgang Köpfel oder Köpfle, der sich selbst Capito nannte, mit lateinischem Namen. Und er hatte in Ingolstadt studiert, 23 Jahre alt war und erwarb seinen Baccalaureus in den freien Künsten just in jenem Jahr. Er war aus dem Elsass und hatte einen Schmiedemeister zum Vater, hatte dann in Pforzheim die Lateinschule besucht und hatte sich jetzt in Ingolstadt auch hervorgetan als ein wirklich kluger Kopf. Derweil studierte Zwingli immer noch in Wien und fand dort einen Freund, er hatte mehrere Freunde gehabt, die ihm besonders wichtig waren, mit denen er engen Kontakt hatte. Einer von denen war ein Schweizer mit Namen Joachim von Watt, ebenfalls 16 Jahre alt, der sich Vadian nannte, nach der Sitte der Humanisten, sich einen lateinischen oder griechischen Namen zu geben. Und dort in Wien war übrigens ein wichtiger Humanist, auch Konrad Zeltis, tätig, der auch dafür gesorgt hatte, dass Maximilian gerade in Wien den Humanismus stark gefördert hatte. Vadian oder Joachim von Watt war ja aus St. Gallen gewesen, hatte dort die Lateinschule besucht. Andere zukünftige Reformatoren waren ebenfalls im jugendlichen Alter. Nikolaus Decius ging mit 16 an die Universität in Leipzig, begann dort sein Studium, genauso auch wie Georg Held. Dasselbe wurde abgebrochen von Wenceslaus Link,
der Freund von Luther, den er in Magdeburg kennengelernt hatte, der sich in Leipzig eingeschrieben hatte, brach sein Studium ab. Auch das gab es damals natürlich, ohne einen Grad erworben zu haben. Und er wurde Augustinermönch. Was genau die Gründe gewesen sind, das ist nicht ganz klar. Jedenfalls zog er dann nach Waldheim, wo er in das Kloster der Augustiner-Eremiten einging. Das Jahr 1502. Luther studierte fleißig den Aristoteles jeden Tag aufs Neue. Er hatte ungefähr 3 Vorlesungen pro Tag zuzüglich der Übungen. Wie wir gesehen haben, ging der Tag früh los. Trotzdem war er sehr darauf bedacht, viel Zeit auch für Gott zu verwenden und regelmäßig zu beten. Er ging oft in die Kirche und tat all das, was er auch so gelehrt hatte, schon in Eisenach und Magdeburg bei den verschiedenen Gelegenheiten, wo er in Kontakt auch mit dem klösterlichen Leben gekommen war. Er war ja sehr fromm erzogen worden. Auch sein Vater war ja ein wirklich gläubiger Mann gewesen, hatte viel für ihn gebetet und er wusste um die Bedeutung des Gebetes. Wenn er sich also wieder, bevor sich also in die Gedankenkonstrukte von Aristoteles und die manchmal etwas trockene Logik hinein vertiefte, nahm er sich Zeit zum Beten. So wie es in der Bibel steht, im Psalm 5, Vers 4, Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören, in der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Luther hat selbst einmal gesagt, diesem berühmten Zitat, gut gebetet ist halb studiert. Und so merkte er, dass wenn er Zeit für Gott investierte, wenn er betete und den Psalter las, wie das vorgeschrieben war, dann konnte er sich auch Dinge gut merken. Er stellte fest, dass er ein gutes Gedächtnis hatte und er so Stück für Stück auf dem Wissen immer mehr aufbauen konnte, dass er sich schon erworben hatte und dass er immer weiter jetzt vertiefte. Am 13. Januar wurde Anton Lauterbach geboren in Stolpen im Bistum Meißen in der Nähe Sachsens und am 24. Januar begann auch ein weiterer später Reformator sein Studium. Sein Name war Johannes Bugenhagen, er war ja in Pommern geboren, in Wollin und hatte dort auch die Schule besucht. Über seine Jugend weiß man fast nichts, aber er schrieb sich dann hier am 24. Januar in die Universität in Greifswald ein, eine der ältesten Universitäten auch in Deutschland überhaupt und damals auch eine recht bedeutende. Was war eigentlich aus Johannes Reuchlin geworden? 47 Jahre alt war er mittlerweile schon, eine Größe der modernen Wissenschaft in Deutschland, wurde er jetzt zu einem von 3 obersten Richtern im Schwäbischen Bund ernannt. Eine enorme Verantwortung, eine wichtige Position, die ihm viel politische Kompetenz verschafft auch. Und die Zeugnisse, die er hinterlassen hat, zeigen, dass er sehr stolz auch darauf war. Er nannte sich als einen der Triumvir, also einen der 3 Männer in Anlehnung an die das Triumvirat im antiken Rom, die jetzt in Schwaben das Sagen hatten. Er war ein Bundesrichter im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und gab dann später auch zu Protokoll, dass er aufgrund seiner Richtertätigkeit viel Unheil von Schwaben abweisen konnte. Am 14. Februar erging der Befehl in Spanien durch die beiden Könige, Isabella die Erste und Ferdinand den Zweiten, dass alle Muslime in Granada entgegen den vormals getroffenen Abmachungen, alle Muslime entweder getauft werden müssten oder das Land verlassen müssten. So wurden also nicht nur die Juden, jetzt auch die Muslime entweder zwangskonvertiert oder aus dem Land vertrieben. Dass man damit den Vertrag von Granada gebrochen hatte, schien niemanden groß zu stören. Man begründete es einfach mit den Aufständen in Granada durch die Muslime, die allerdings ja dadurch zustande gekommen waren, weil man schon vorher mit solchen Zwangstaufen lokal begonnen hatte. Einen Tag später, am 15. Februar, erhielt Nikolaus von Amsdorf, 18-jährig, den ersten Abschluss, das Baccalaureat an der Universität in Leipzig. Wieder die spanischen Könige, sie wurden am 26. Februar 1502 von Cristoforo Colombo, von Christoph Kolumbus
angefleht, dass sie ihn noch einmal auf eine Entdeckungsreise schicken sollten. Die vierte Reise hat er geplant und er bat um Erlaubnis, nachdem er ja von der dritten in Ketten zurückgekehrt war, dann befreit worden war aufgrund des Volkszornes, die den Admiral des Ozeans liebten, und ihm wurde die Erlaubnis gewährt, noch einmal in die neue Welt reisen zu dürfen oder das, was er bis dahin immer noch als Ostindien empfand. Die Katastrophe kam am 2. April. Die gerade frisch vermählten Prinzen, Prinz und Prinzessin, erlebten die Tragödie schlechthin. Arthur Tudor starb. Die Krankheit lässt sich nicht mehr genau identifizieren. Er war nur wenige Monate mit ihr verheiratet gewesen und damit war der Thronfolger tot. Zum Glück gab es noch einen jüngeren Bruder, nämlich Heinrich. Der war 4 Jahre jünger und es wurde jetzt beschlossen, dass er die Katharina heiraten sollte. Und schon zu diesem Zeitpunkt erkannte man eine mögliche Problematik. Man glaubte, dass es biblisch verboten sei, dass ein Bruder dieselbe Frau habe, die Blöße der Frau aufdecke seines Bruders. Die große Frage, die jetzt schon begann in den Köpfen zu rumoren, die später für Reformationsgeschichte sorgen sollte, war, hatte Arthur, der 14-jährige Prinz von Wales, die Ehe mit Katharina wirklich körperlich vollzogen oder nicht? Oder hatten sie einfach im Bett nur nebeneinander gelegen und nicht gewusst, was sie tun sollten? Über diese Frage ist später viel disputiert worden. Sie war später ein direkter Auslöser auch mit, ein äußerlicher Auslöser für die Reformation in England. Und deswegen ist es wichtig, diesen Gedanken hier mal kurz festzuhalten, dass man schon jetzt erkannte, man konnte nicht mehr genau feststellen. Es gab Aussagen, die darauf hindeuteten, dass die Ehe vollzogen worden war, aber keine eindeutigen. Am 25. April wurde Georg Meyer in der Reichsstadt Nürnberg geboren und dann Mitte Mai brach Kolumbus mittlerweile 51 Jahre alt zu seiner vierten Reise auf. Währenddessen war der Papstsohn Cesare Borgia immer noch ein gefürchteter Renaissancefürst, der im Juni 1502 das Herzogtum Urbino eroberte. Er kannte keine Gnade. Er war ein reiner Gewaltmensch, dessen Leidenschaften nicht zu zügeln waren und jedermann fürchtete sich vor ihm, inklusive der Papst selbst. Am 6. Juli gewährte dann Maximilian I. ein weiteres Privileg in Bezug auf die akademische Landschaft im Heiligen Römischen Reich. Eine neue Universität sollte gegründet werden und dieser 6. Juli ist deswegen für die Reformationsgeschichte so bedeutsam, weil diese Universität in Wittenberg sein sollte. Der Kurfürst Friedrich III. Hatte ja lange darauf hingewirkt, hatte seit Jahren diesen Plan im Kopf, seitdem ja durch die Teilung Sachsens die Universität Leipzig nicht mehr in seinem Gebiet war, sondern im Herzogtum Sachsen. Und er hat sich überlegt, in Wittenberg, in dieser Hauptstadt, die eigentlich sehr klein war, eine neue Universität, eine Volluniversität, wo man alles studieren konnte, was damals so möglich war, zu gründen. Und Maximilian I. gewährte dieses Recht mit dieser Urkunde, die wir hier abgebildet sehen, die dieses Privileg für eine Volluniversität präsentierte. Hier sehen wir dieses Privileg. Am 30. Juli betrat dann Kolumbus die Insel Guanaya an der Küste von Honduras und begann, wie man hier auf der Karte sehen kann, an der Küste Mittelamerikas entlang zu segeln, was er jetzt für Spanien entdeckte, sodass er dann am 14. August zum ersten Mal bei Kap Honduras das amerikanische Festland betrat. Bis dahin hatte er nur karibische Inseln betreten und das war ihm natürlich geografisch alles nicht ganz so klar, aber erst jetzt, 1502, hat er zum ersten Mal den eigentlichen amerikanischen Kontinent betreten. Leonardo da Vinci war 1502 mittlerweile 50 Jahre alt und er bekam eine neue Position. Der Papstsohn Cesare Borgia machte ihn zum Chefingenieur der Papstarmee, der
päpstlichen Truppen des Kirchenstaates. Und Da Vinci war ein brillanter Erfinder. Und so dachte man sich, dass man die besten Kräfte für die Armee des Papstes einsetzen sollte. Am 24. August kündigte dann Friedrich III., mittlerweile auch schon etwas älter geworden, ganz froh die Eröffnung der neuen Wittenberger Universität in Kürze an. Derweil bereitete sich Martin Luther auf die erste große Prüfung vor. Drei Semester hatte er studiert und drei Semester musste man studieren, um den frühestmöglichen Abschluss, den ersten akademischen Grad zu erreichen, den Baccalaureus. Und das versuchte er, wie gesagt, zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Ende September war die Prüfung, er hatte sich intensiv darauf vorbereitet und er bestand sie, allerdings noch nicht mit großer Bravour. Er war von 57 Kandidaten der 30. Also eigentlich zu dem Zeitpunkt noch eher so gesundes Mittelmaß. Aufgrund dieser bestandenen Prüfung war jetzt Baccalaureus und hatte jetzt nicht nur das Recht, eine besondere Kleidung zu tragen, sondern auch die Verpflichtung, so war das damals an der mittelalterlichen Universität, Anfänger, das heißt Leute, die im ersten Semester studierten, bereits in Grammatik, Rhetorik und auch in den Eingangsthemen der Logik zu unterrichten, während er selbst weiter studieren sollte, jetzt mit dem Ziel, einen Magister, den Magister der freien Künste, damit diese Fakultät abzuschließen. Diese intensive Vorbereitung auf die Prüfung hat ihn offensichtlich stärker mitgenommen, als er das geglaubt hat. Dieses viele Studieren hat seinen Körper sehr geschwächt. Die Bibel sagt in Prediger 12, Vers 12, und über diese hinaus lass dich warnen, mein Sohn. Des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib. Luther wurde krank, er wurde sehr krank. So krank, dass Martin tatsächlich glaubte, dass er sterben müsse. Und als er auf dem Bett lag und bereits darüber sprach, dass er jetzt nicht mehr sein wird und darüber traurig war, dass er mit all diesen Hoffnungen in das Studium gegangen war, dass er Jurist werden wollte und dass aus all diesen Hoffnungen nichts werden würde, da besuchte ihn ein alter Priester, der ihn wohl kannte und der ihn mit folgenden Worten tröstete. Hier zitiert: Mein lieber Baccalaureus, fasse Mut, du wirst nicht an dieser Krankheit sterben. Unser Gott wird dich noch zu einem Mann machen, der wiederum viele trösten wird. Der alte Priester hatte wohl kaum eine Idee davon, was er da eigentlich sagte, in welchem Umfange das sich noch bewahrheiten würde. Er hatte einen jungen Studenten getröstet und dabei unbewusst große Wahrheit ausgesprochen. Gott hat natürlich ein Auge auf Martin Luther gehabt und er wurde wieder gesund und konnte sich jetzt den weiterführenden Studien in den freien Künsten widmen, von denen wir dann in der nächsten Folge mehr erfahren werden. Kolumbus entdeckte dann am 5. Oktober ein Land, das ihm sehr reich zu sein schien. Das lag daran, dass die Ureinwohner ihm Goldstücke brachten. Und so nannte er es die reiche Küste und das Castell des Goldes. Costa Rica y Castello de Oro. Daraus wurde dann später natürlich Costa Rica. Am 15. Oktober desselben Jahres wurde Nikolaus Medler geboren in Hof. Und am 18. Oktober war es soweit, die Universität in Wittenberg wurde offiziell gegründet. Der erste Rektor war ein Leibarzt von Friedrich III., vom Kurfürsten. Ein Mediziner, der allerdings auch in anderen Wissensgebieten sehr viel zu bieten hatte, auch in der Theologie. Sein Name war Martin Pollich. Er wurde allerdings auch Mellerstadt genannt, aufgrund seiner Herkunft aus Mellrichstadt. Er hatte in Leipzig Medizin gelehrt und er war jemand, der ein Scholastiker war natürlich, aber auch dem Humanismus durchaus aufgeschlossen war. Er hat auch Theologie dann in Wittenberg zunächst einmal unter
richtet. Er war eine kontroverse Figur in der Medizin, weil er nämlich sich nicht zufrieden gegeben hatte mit der Erklärung, dass bei der Syphilis einfach nur Beten und Gottvertrauen hilft und nichts anderes. Er wollte die Ursachen erforschen und war mit einigen anderen mittelalterlichen Medizinern darüber in Konflikt geraten. Die glaubten, dass das Erforschen moderner Medizin ein Eingriff in die Schöpfung sei. Er wurde also Rektor dieser neuen Universität, stand also für eine gewisse geöffnete Geisteshaltung, für einen etwas fortschrittlichen Geist. So auch der neue Dekan der theologischen Fakultät, nämlich Johann von Staupitz. Der war schon relativ bekannt als jemand, der in Tübingen Großes geleistet hatte. Friedrich wollte die Besten der Besten haben und das sprach sich schnell herum, dass in dieser neuen Universität, die eigentlich keine große Tradition hatte, man zwar nicht auf Tradition setzen konnte, aber die besten Professoren bekommen konnte. Johann von Staupitz wurde Dekan und er brachte den Geist der Tübinger Universität mit sich, konnte dort auch einige Professoren noch gewinnen, die er mitbrachte gleich. Und im Großen und Ganzen orientierte sich auch die ganze Prüfungsordnung an Tübingen. Staupitz überlegte sich dann, dass er als Augustiner Eremit am besten dort in Wittenberg auch ein Kloster dann gründen sollte für Augustiner Eremiten. Und er fand schon bald Mönche, die bereit waren. Von Anfang an waren es ungefähr 13. Und dieses Kloster sollte dann bald gegründet werden. Friedrich der Dritte lockte übrigens Studenten mit interessanten Mitteln. Er versprach, die Studiengebühren für die ersten 3 Studienjahre zu erlassen. Außerdem stellte er in Aussicht, dass Studenten an seiner Universität rechtlich dem Adel gleichgestellt werden. Die Universität wurde Leucorea genannt, Weißer Berg, eine Annäherung an das Wittenberg. Und viele Studenten hörten jetzt davon und waren begeistert, hier in dieser neuen Universität bei diesen hochbekannten Professoren studieren zu können unter diesen äußerst günstigen Bedingungen. Unter ihnen waren auch Nikolaus von Amsdorf, der Leipzig verließ, um jetzt in Wittenberg weiter zu studieren, war 18 Jahre alt, und auch Georg Burkhardt, genannt Spalatin, der sich ebenfalls entschied, hier in Wittenberg weiter zu studieren und dort vor allem Geschichte und Griechisch zu seinem Studium machte. Am 19. November sandte der italienische Diplomat Cantino heimlich eine Weltkarte an das Herzogtum Ferrara. Das ist die erste Weltkarte, auf der man die neu entdeckten Gebiete der neuen Welt im Westen andeutungsweise erkennen kann. Man ahnte natürlich nicht den Umfang dessen, was man dort entdeckt hatte, aber es ist das erste Zeugnis, das wir haben, von dem Bewusstsein, dass es dort neue Länder gibt, die man entdeckt hatte. Cesare Borgia machte weiter mit seinen Gewalttätigkeiten von sich reden. Am 31. Dezember veranstaltete er eine Versöhnungsfeier mit 4 Feinden, die er auf der Versöhnungsfeier entweder sofort hinrichten ließ oder gefangen setzen ließ, um sie dann einige Wochen später umzubringen. Das war die Art und Weise, wie Cesare Borgia mit anderen Menschen umging. Weitere Ereignisse aus diesem Jahr, noch kurz notiert: Georg Held, mittlerweile 17, wurde ebenfalls Baccalaureus der freien Künste, wie auch Luther, nur dies eher in Leipzig. Geboren wurden in jenem Jahr unter anderem auch Johannes Garze in Pritzwalk, Johannes Kessler in St. Gallen und Francesco Spiera in Cittadella in der Republik Venedig. Alle von ihnen werden noch ihre Rolle spielen in der Reformationsgeschichte. Spannend war es auch in Spanien, wo der Erzbischof von Toledo, Gonzalo Jiménez de Cisneros, die Idee bekam, warum man bei lauter Humanismus nicht vielleicht auch die Bibel in der Ursprache veröffentlichen sollte. Und er stellte einige Wissenschaftler zusammen, die jetzt daran arbeiten sollten, das griechische Neue Testament herauszubringen. Dazu mussten Manuskripte gesucht werden. Gleichzeitig sollten Übersetzungen in verschiedenen Sprachen mitgeliefert werden in dieser Ausgabe, die auf viele Jahre angesetzt war, dieses Projekt, und das 1502 begann. Ansonsten war in Spanien auch, wie auch im Heiligen Römischen Reich, die Freiheit nicht sehr gefördert durch die Kirche. Auch hier wurde die Zensur eingeführt.
Vasco da Gama übrigens unternahm in diesem Jahr ebenfalls eine neue Reise nach Indien. Das ist die zweite, die er unternahm, die vierte Indienreise der Portugiesen insgesamt. Er entdeckte dort unter anderem die Seychellen, die er Admiralsinseln nannte. Und er legte auch Stützpunkte in Ostafrika an. Als er in Indien ankam, stellte er fest, dass sowohl die Araber, die bisher den Gewürzhandel dominierten, als auch die Inder nicht besonders begeistert waren von der Vorstellung, dass jetzt die Portugiesen hier Handel treiben würden. Es kam zu einer Seeschlacht, bei der die vielen arabischen und indischen Boote durch die feuergewaltigen Portugiesen vernichtet wurden. Portugal setzte sich mit Härte an der indischen Küste fest und begann jetzt dort den Handel. Währenddessen lernte Kolumbus auf seiner Reise auf der anderen Seite der Welt den Kakao kennen bei den Maya. Und Amerigo Vespucci war ein anderer Reisender jener Zeit, der ebenfalls die neue Welt bereiste und dort interessante Beobachtungen machte, die er in Briefen nach Europa zurückschrieb. Sein Reisebericht Mundus Novus ist äußerst interessant zu lesen. Er berichtet dort von all den Tieren, von denen man keine Ahnung hatte in Europa, dass es solche Tiere geben könnte. Er berichtete auch von den Eigenschaften, von den Lebensgewohnheiten der Ureinwohner. Er berichtete von ihrem Kannibalismus. Er berichtet von dem vielen Menschenfleisch, das er dort gesehen hat. Und über die Verwunderung der Ureinwohner, dass die Europäer kein Menschenfleisch aßen. Er berichtet auch von dem Sexualverhalten, dass dort Inzest und am laufenden Meter praktiziert wurde, dass die Ehe an sich im Grunde genommen gar nicht richtig als solche bekannt oder praktiziert wurde. Sehr detailgehend, sicherlich auch mit einem Schuss Sensationsgier, berichtete er jetzt dem europäischen Publikum, was in dieser neuen exotischen Welt für seltsame Menschen lebten. Noch ein kleines Detail, 1502, Albrecht Dürer malte seinen Feldhasen, eines der berühmtesten Studien dieses brillanten Malers, der einen äußerst realistischen Stil pflegte und entwickelte. Politisch ging es auch hoch her im Römischen Reich. Die Bauern begannen wieder zu murren, vor allem in der Gegend um Bruchsal. Nachdem schon Jahre zuvor es so eine kleine Bundschuhbewegung gegeben hatte, brach diese Idee wieder auf unter der Führung eines gewissen Jos Fritz. 32 Jahre alt war er ungefähr. Er versammelte eine ganze Reihe von Bauern. Ungefähr 7000 hatte er zusammen geworben innerhalb eines halben Jahres. Und man hatte verschiedene Forderungen, zum Beispiel die Abschaffung der Leibeigenschaft, die Verteilung der Kirchengüter an das Volk und die Tatsache, dass man nur noch den Kaiser und den Papst als Herren haben wollte, niemand anderen sonst. Allerdings wurde diese Bewegung verraten, bevor sie richtig ausbrechen konnte. Fritz konnte fliehen, aber einige Bauern wurden gefasst und zum Teil empfindlich gestraft. 10 Bauern wurden als Abschreckung geköpft, gevierteilt und auf den Landstraßen aufgehängt. Man versuchte mit drastischen Strafen das im Keim zu ersticken, aber es rumorte in der einfachen Bevölkerung. Und auch dieses Zusammenbrechen, bevor es nicht ausbrechen konnte, dieses Aufstandes, hat dazu nicht geführt, dass dieses Rumoren aufhörte. Zum Schluss noch ein letztes zu Zwingli. Der verließ im Jahre 1502 dann Wien, die Universität dort, und ging zurück in die alte Heimat, in das Toggenburg, zu den Kurfürsten dort in Wildhaus, wo er geboren worden war, wo seine Familie immer noch lebte, in dieser ja, traumhaften, schönen Landschaft, und kam zurück in sein Geburtshaus, wo auch seine Brüder gewesen sind. Und die Frage war, sollte er jetzt einfach hier bleiben, mit dem bereits Erreichten zufrieden sein und ein einfaches, friedliches Leben inmitten der Schweizer Idylle leben? Aber dem jungen Ulrich Zwingli war das nicht genug. Er hatte zu viel gekostet von dem Geist des Lernens, von der Universität, von dem akademischen Wissen. Er dürstete nach mehr. Und das konnte er hier in dieser bäuerlichen Umgebung im Toggenburg nicht finden. Und so entschied er sich, noch weiter zu studieren, seine Studien fortzusetzen. Und er ging nach Basel, wo er ja schon eine Zeit lang früher die Lateinschule besucht hatte. Und dort
unterrichtete er jetzt als Lehrer an einer Lateinschule, an der Martinschule und konnte weiter sein Studium dadurch finanzieren. Er war jetzt unabhängig von seinen Eltern und stand auf eigenen Füßen. In der nächsten Folge werden wir sehen, wie sowohl Zwinglis als auch Luthers Studium weiterging. Die Folge wird dann heißen Im Reich der Philosophen 1503 und 1504. Bis dahin wünschen wir Ihnen Gottes reichen Segen und freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten hier auf violmediatv.de, wenn es dann heißt Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation.